Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Sims 4 Hausbau-Video. Wir sind nach längerer Zeit wieder zurück in den Hausbau-Videos und ich merke, ich kann kein Voice-Over mehr machen. Also, das ist jetzt irgendwie so Versuch Nummer 5 oder so. Also, bitte ich um Rücksicht. Und ich habe auch irgendwie super lang gebraucht, bis ich so in den Flow gekommen bin beim Bauen. Also, ich habe erst versucht, eine Bar zu bauen und dann habe ich versucht, ein Haus zu bauen für Forgotten Hollow und das hat alles nicht geklappt und das war alles ganz, ganz doof und dann habe ich irgendwann gesagt, ist mir alles zu doof, ich baue jetzt ein einfaches, modernes Wohnhaus und so bin ich dann auch wieder so ein bisschen ins Bauen reingekommen. Aber ja, ich habe so lange kein Haus mehr gebaut, weil ich war ja jetzt einige Zeit lang im Urlaub und die ganzen Videos, die ihr in letzter Zeit bekommen habt an Hausbauvideos, waren halt Häuser, die ich vor längerer Zeit gebaut habe und Hausbauvideos, die ich vor längerer Zeit gemacht habe. Jetzt musste ich erst wieder so ein bisschen reinkommen mit allem, aber ich bin sehr zufrieden damit, wie das Haus hier am Ende aussieht. Und es hat sehr viel Spaß gemacht zu bauen. Also hoffe ich jetzt demnächst, fällt es mir wieder leicht, das Häuser zu bauen in den Sims. Ich versuche außerdem in meinen normalen Upload-Plan wieder reinzufinden oder einen Upload-Plan zu finden, der besser für mich funktioniert. Weil im Moment fällt mir das irgendwie ein bisschen schwer mit meinem alten Upload-Plan. Keine Ahnung, mir fällt es im Moment ohnehin schwer, mich zu Dingen aufzuraffen. Nicht nur für YouTube, sondern generell zu allem. Es ist ganz furchtbar. Vielleicht auch, weil es jetzt Herbst ist und irgendwie dunkel und irgendwie, es ist irgendwie so der Winterblues bei mir schon so ein bisschen, aber ich habe das Gefühl, alles ist irgendwie 10-mal mühsamer als sonst. Und von daher, ich versuche wieder einen Rhythmus zu finden mit den Videos, der funktioniert, ob das jetzt mein alter Upload-Plan ist oder ob ich vielleicht jetzt demnächst einen neuen Upload-Plan mache, der besser funktioniert als der alte im Moment für mich. Schauen wir mal, aber ich habe auf jeden Fall einige Ideen von Sachen, die ich gerne machen möchte. Und deswegen ist das manchmal so frustrierend für mich, wenn ich es nicht schaffe, das umzusetzen irgendwie. Weil ich dachte so, ich wollte das unbedingt machen und ich komme irgendwie nie dazu. Und ja, aber ich hoffe, ich finde wieder in den Rhythmus rein jetzt demnächst. Oder in einen Rhythmus zumindest. die Baby-Challenge läuft ja jetzt auch wieder einigermaßen regelmäßig. Apartment Nummer 4 läuft wieder. Und beim Rest muss ich jetzt mal gucken. Und um über das Haus hier selbst mal zu reden, es ist von der Idee her denkbar einfach. Es sind einfach vier Rechtecke, die zusammen ein Haus bilden sollen. Und wir haben ein Rechteck mit Wohnzimmer und Badezimmer, eins mit Küche, eins mit Schlafzimmer und eins mit so einem Party-Barraum direkt am Pool. Und in meinen Gedanken ist dieses Haus gedacht für einen ledigen Sim, ob jetzt männlich oder weiblich, ist egal, finde ich, passt so oder so gut in dem Haus, der sehr gesellig ist von seiner Art, der gerne Leute einlädt, der hier sein Leben genießt, der hier vielleicht Poolpartys feiert und so weiter und so fort. Also halt wirklich einen jungen Sim, der, ich meine, hier könnte auch ein Paar wohnen, es ist ein Doppelbett da, aber in meinem Kopf passt dieses Haus besser zu einem Single-Sim irgendwie. Und jemand, der vielleicht für sein Alter schon recht erfolgreich ist in seiner Karriere, denn dieses Haus ist recht luxuriös, finde ich, für einen sehr jungen Sim. Und das war so der Gedanke dabei. Und ich habe es auch so gemacht, dass der obere Teil, wo das Schlafzimmer drin ist, den Teil, wo man von dem einen Rechteck, wo das Wohnzimmer drin ist, zu dem anderen Rechteck, wo die Küche drin ist, wo man dazwischen hergeht, weil es sind ja zwei verschiedene Eingänge dafür sozusagen, dass das von dem oberen Rechteck so überdacht wird, dass wenn es regnet, man zwar draußen ist, aber nicht nass wird. Also ja, ich meine, ich persönlich würde nicht so gerne in einem Haus wohnen, wo man erst rausgehen muss, um dann wieder bei der Küche reinzugehen. Ich finde das nur in den Sims eine gute Idee, im echten Leben nicht. Aber zumindest auch in den Sims würden eure Sims hier nicht nass werden, wenn ihr mit Jahreszeiten spielt. Also ja. Und weil das Haus selbst eigentlich nicht so groß ist, es ist auf einem relativ kleinen Grundstück, die Rechtecke an sich sind auch nicht so furchtbar groß, konnte ich hier auch im Haus einige dunkle Farben verwenden. Wie jetzt hier der dunkle Boden. Die Sofas haben ein sehr dunkles Grün. Wir haben einige Möbel, die eher dunkel sind. Das funktioniert hier ziemlich gut, weil es so viele Fenster gibt und weil der Raum nicht besonders groß ist. Und dadurch das Grün und das Licht, was halt draußen ist,
sehr nah auch im Raum drin ist. Ich weiß nicht, das ist irgendwie komisch erklärt, aber dadurch wirkt es, finde ich, nicht zu duster. Aber ich mag es nicht irgendwie, wenn sehr große Räume sehr dunklen Boden haben, weil ich irgendwie das Gefühl habe, das wirkt zu drückend und zu überwältigend. Aber ich finde, bei so kleinen Räumen, wenn viele Fenster da sind, funktioniert das sehr gut. Also ja, da hatte ich hier mal Spaß mit. Der Stil vom Haus, würde ich sagen, ist hauptsächlich modern. Es gibt aber auch teilweise eher so ein bisschen industriellere Einflüsse. Also zum Beispiel die Kiste, die wir jetzt da unterm Fernseher stehen haben. Dann die Wand, den Wandbelag, den wir hier haben. Das ist eigentlich eine Außenwand. Das ist für mich auch irgendwie sowas, was für mich irgendwie so ein bisschen so industrieller wirkt. Ich glaube auch, weil die Fabrikhallen, die ich früher gebaut habe, die dann zu Wohnhäusern sozusagen umrenoviert werden sollten in den Sims, hatten auch immer zum Beispiel so Backstein oder so drin. Und ja, aber es ist trotzdem, hauptsächlich ist es modern. Es ist jetzt nicht zu sehr industriell beeinflusst. Möchte ich demnächst auch nochmal machen, aber ja. Und ja, sonst in letzter Zeit, ich bin so gespannt auf Sims 4 Universität. Ich freue mich so. Ich finde es auch lustig, dass das gerade da rauskommt, wo ich selbst in der Uni gerade mal nicht so viel zu tun habe, weil ich habe nicht so viele Seminare bekommen dieses Semester, weil ich erst im Nachrückverfahren in den Master reingekommen bin. Besser gesagt, ich habe kein einziges Seminar bekommen, aber ich habe noch eine Vorlesung und ein Tutorium, aber das erzähle ich euch mal in einem Vlog in ja, ausführlicher. Aber jetzt habe ich stattdessen Sims 4 Universität. Dann können meine Sims zumindest zur Uni gehen und da mehr zu tun haben. Und ich habe schon im Apartment Nummer 4 Let's Play gesagt, ich möchte unbedingt mit unseren Sims aus dem Apartment Nummer 4 Let's Play aus unserer WG an die Uni gehen und mit denen dort spielen. Und ja, und jetzt hatte ich gestern Teile von dem Livestream gesehen, der jetzt rauskam. Und oh, ich habe so viele Ideen, ich bin so gespannt. Und es wird noch eine Zeit lang dauern, bis wir im Apartment Nummer 4 Let's Play soweit sind, dass ich mit denen zur Uni gehen möchte, weil wir müssen jetzt erstmal Staffel 2 zu Ende spielen und dann in Staffel 3, denke ich, gehen wir an die Uni. Aber was ich zum Beispiel gesehen habe, wenn mich meine Augen nicht getrogen haben, kann man Psychologie studieren mit Sims 4 Universität. Und ich selbst studiere auch Psychologie, für die, die es nicht wissen. Und jetzt bin ich so, soll ich meinen Sim selbst auch in dieses Let's Play irgendwie hineinsetzen irgendwo und dass ich da rumlaufe als Psychologiestudent? Ich fände das lustig. Aber andererseits denke ich auch so, meine Güte, Amimi, kannst du vielleicht mal ein Let's Play haben, wo du dich nicht selbst reingesetzt hast? Oh mein Gott. Aber irgendwie finde ich die Idee ganz cool, da freue ich mich drauf. Und es gibt Piercings in den Sims 4 demnächst. Oh mein Gott. So froh deswegen. So gespannt dafür. Ja. Man merkt, ich habe länger kein Voice-Over mehr gemacht. Ne? Ich rede über Sachen, die nichts damit zu tun haben, hier mit diesem Haus. Und dann bin ich mit dem Thema fertig und dann weiß ich nicht mehr, was ich sagen soll. Was ich an der Küche sehr mag, sind die Fenster zwischen Theke und Schrank. Also ich mag das total gerne in Küchen, wenn direkt über der Theke ein Fenster ist. Keine Ahnung, ich finde, Fenster öffnen den Raum halt einfach so. Es gibt Licht, es wirkt viel freier irgendwie. Ich habe das Gefühl, man kann frei atmen da drin, wenn es irgendwie viel natürliches Licht gibt. Und ich denke mir so, beim Kochen kann man dann halt auch irgendwie so ein bisschen halt nach draußen schauen. Das ist doch ganz nett, weil das stört mich manchmal, dass halt meine Küche ist halt winzig klein. Natürlich ist halt Studentenwohnung, ist ja auch okay und so weiter. Aber weil es halt so komplett gegen die Wand ist und wenn man halt super lange damit verbringt, irgendwas zu kochen und irgendwie zuzubereiten und so weiter. Man starrt die ganze Zeit gegen so eine Fliesenwand. Ist nicht so schön, wie wenn man aus einem Fenster gucken könnte dabei. Deswegen mache ich das sehr gerne hier. Und vor allem kann man dann wunderschöne Pflanzen auf der Küchentheke stehen haben, ohne sich zu denken, kriegen die da genug Licht oder nicht? Also, ja. Und auch hier ist es natürlich recht dunkel von den Farben der Möbel. Also wir haben hier schwarze Theken, schwarze Schränke. Der Esstisch nachher ist auch schwarz, aber auch hier, finde ich, funktioniert das dadurch ganz gut, dass der Raum nicht so groß ist und es so viele Fenster nach draußen gibt. Also nicht nur hier in der Küche diese kleinen Fenster, sondern zum Pool hin gibt es super große Fenster, zum anderen Haus hin, also zum Wohnzimmer hin gibt es große Fenster und ich finde, dadurch wirkt die dunkle Farbpalette nicht so beengend, sondern halt irgendwie eher so
weiß ich nicht, erdend irgendwie, keine Ahnung. Und ja, genau, hier haben wir ein Esstisch. Ich habe erst, als ich das Video hier geschnitten habe, irgendwann gemerkt, oh, in den Screenshots ist ein Stuhl irgendwie, hat sich ein Stuhl gelöscht. Ich weiß nicht, wie das passiert ist, aber ja, eigentlich sollten hier 5 Stühle am Tisch sein und in den Screenshots sind es nur noch 4. Und ich habe hier auch mal dieses Bild von dem Weinglas platziert. Das platziere ich total selten. Ich finde das Bild an sich zwar schön, aber ich finde häufig in Wohnhäusern wirkt es irgendwie merkwürdig, so ein großes Bild von Wein irgendwo hängen zu haben. Und Restaurants baue ich gar nicht so furchtbar häufig. Also ja, aber ich fand hier hat es super schön hingepasst von den Farben, die da drin sind, mit diesem sehr dunklen Rot. Und ja, und dann haben wir hier noch einen Teppich, um es ein bisschen wohnlicher und kuscheliger zu machen. Und ja, einen kleinen Pool, der so zwischen den beiden Häusern so ein bisschen eingekuschelt ist. Wobei ich finde, das verbindet eben auch das Ganze, dass es halt mehr wirkt wie ein Haus und nicht so wie ein Grundstück, wo mehrere Hütten draufstehen oder so. Hier das Schlafzimmer finde ich ist sehr beneidenswert, weil nicht nur hat man einen schönen Ausblick durch die Fenster, sondern auch das Ganze. Schlafzimmer hat ein Glasdach, das heißt, man kann dort liegen und in die Sterne gucken abends, wenn man schlafen geht. Das einzige Ding ist, ich frage mich, ob, ich meine, es haben ja mehrere Leute Glasdächer oder so Fenster in Dachschrägen über dem Bett, wo man dann nach draußen gucken kann. Haben die dann da irgendwie für Glasdächer bestimmt irgendwie einen Rollladen oder so? Weil ich meine, sonst scheint einem halt die Sonne direkt aufs Bett, aufs Gesicht, wenn man morgens aufwacht. Also halt jetzt nicht irgendwie im November, wo es ohnehin immer dunkel ist, aber so im Sommer stelle ich mir das sehr hell vor manchmal, aber ja. Und während der Rest des Hauses in einer eher maskulineren Farbpalette eingefärbt ist und eingerichtet ist, ist hier das Schlafzimmer ein bisschen weicher und sanfter und vielleicht ein bisschen femininer. Also ich meine damit nicht, dass irgendwie ein männlicher Sim oder ein weiblicher Sim drin wohnen soll oder muss oder so, sondern einfach nur, dass die Farben entweder härter und stärker oder weicher und sanfter sind. Und ja, ich könnte mir halt vorstellen, dass man vielleicht eben auch im Schlafzimmer sich eher entspannt und so weiter und es deshalb in etwas weicheren Farben eingerichtet ist. Dann haben wir hier noch das Beste gemacht aus dem kleinen Außenbereich und haben noch Liegestühle, die wir endlich haben in den Sims. Ich glaube, jedes Mal, wenn ich die Liegestühle platziere, muss ich mich erst nochmal drüber freuen, dass wir die inzwischen im Spiel haben, weil ich so lange da empört war, dass wir sie nicht hatten im Spiel. Jetzt haben wir sie endlich. Und genau, hier ist so ein kleiner Partyraum, eben mit einer kleinen Bar und nochmal einer Stereoanlage und so weiter. Ich finde, man merkt hier halt schon, es ist halt so ein Bereich für kleine Partys, die man halt wirklich zu Hause mit seinen Freunden hält. Also man könnte hier keine Riesenparty feiern, weil der Raum ist halt super klein. Aber ich könnte mir eher so vorstellen, dass man irgendwie an einem, weiß ich nicht, Sommerabend und Nachmittag seine Freunde einlädt, dass man zusammen im Pool irgendwie abhängt, die Türen vielleicht offen lässt zu diesem kleinen Barraum, dass es nicht so abgeschlossen und zu ist, sondern so ein Teil vom Außenbereich fast schon dadurch. Und ja, dass die Sims hier dann mit ihren Freunden irgendwie abhängen können, zusammen feiern können, irgendwie sowas machen können vielleicht. Und eine kleine Grillecke haben wir dann hier auch noch. Und ja. Ich habe jetzt irgendwie demnächst auch wieder große Lust, in den Amimi-Inseln nochmal was zu bauen. Gerade jetzt, wo es draußen wieder so in die dunkle Jahreszeit geht, denke ich so, ja, ich will auf einer tropischen Insel irgendwas bauen. Das klingt nach einer schönen Idee. Und ja. Ich bin vor allem mal gespannt, wenn Sims 4 Universität rauskommt. Die Studentenwohnheime, nenne ich es jetzt mal so, also diese Dormrooms. Ich glaube, die kann man offiziell nicht bearbeiten, aber ich denke mal, man kann sie genauso bearbeiten, wie man auch Krankenhäuser und so weiter in den Sims 4 bearbeiten kann. Also mit diesem Cheat. Ich habe da mal ein Tutorial drüber gemacht. Ich verlinke euch das jetzt mal rechts oben, falls ihr nicht wisst, wovon ich rede. Und sonst könnte man natürlich auch einfach in der Welt selbst ein Haus bewohnen und dann eine WG haben oder so. Wie wir das machen mit unserem Apartment Nummer 4 Let's Play und ob alle auf die gleiche Uni gehen oder ob wir das splitten, dass die Hälfte auf die Uni geht und die andere Hälfte auf die Uni. Weil eigentlich möchte ich beide Unis irgendwie so ein bisschen mitbekommen. Das wäre schon irgendwie ganz cool. Also ja. Ich könnte mir auch vorstellen, vielleicht leben unsere Sims ja das erste Semester im Studentenwohnheim und ziehen danach irgendwie in ein Haus zusammen noch mit anderen Sims und gründen da eine WG, weil
das ist eigentlich auch recht realistisch. Also ich kenne einige Leute, die am Beginn vom Studium erstmal ins Studentenwohnheim ziehen und später da ausziehen. Ich glaube, es gibt sogar Studentenwohnheime, wo man nur eine begrenzte Zeit wohnen kann, damit halt die neuen Erstsemester dann da wieder rein können. Und halt am Anfang, wenn man irgendwo hinzieht, man weiß ja noch gar nicht irgendwie, man kennt ja noch niemanden dort, man weiß nicht irgendwie, in welche Gegend man gut ziehen kann, wo es was gibt. Man kennt noch niemanden, der vielleicht eine WG hat und so weiter. Also so von daher, ja, wäre es ja eigentlich gar nicht so unlogisch, das Let's Play auch so aufzubauen. Aber ja, man merkt, ich habe kein Voice-Over gemacht in einer längeren Zeit. Ich rede ständig und komplett wirr und ohne Überleitung über Dinge, die mit diesem Haus überhaupt nichts zu tun haben. Wir haben eine Yoga-Terrasse oben auf dem Dach, die habt ihr mich eben einrichten sehen. Und irgendwie in letzter Zeit habe ich immer mehr Spaß mit Wellness-Tag. Noch aus den Sims. Ich habe das Gefühl, ich habe früher so viel damit gespielt und eine Zeit lang habe ich das Pack so ein bisschen vergessen und vernachlässigt und im Moment habe ich das so ein bisschen wieder für mich entdeckt und möchte das wieder mehr einsetzen bei Sachen. Und ja, hier machen wir jetzt noch ein bisschen Landschaftsgestaltung und dann springen wir in die Screenshots von dem Haus. Und ja, weil das Grundstück so klein ist, sehen die paar Pflanzen direkt so aus, als wäre alles komplett überwachsen. Also nicht direkt, aber so ein bisschen. Und ja, ich bin sehr zufrieden mit dem Haus. Ich finde, das sieht aus, als, also ich würde da gerne drin wohnen, muss ich sagen. Nicht für immer und permanent, aber so für eine Zeit. Denke ich so, oh, das wäre bestimmt schön. Und ich mag es auch total, dass wir endlich Treppen in verschiedenen Formen unterbringen können. Oh mein Gott, die gestalterischen Freiheiten, die man auf einmal hat, sind unendlich gewachsen. Es ist fantastisch. Ja, jedenfalls, hier haben wir Wohnzimmer und Büro. Jetzt sind wir hier im Badezimmer. Es gibt nur ein Badezimmer, aber es soll hier ja auch nur ein Sim wohnen. Dann haben wir hier oben das Schlafzimmer, das doch irgendwie ein bisschen, ja, ich will nicht sagen kuscheliger, aber vielleicht doch ein bisschen weniger modern und ein bisschen gemütlicher vielleicht doch eingerichtet ist. Die Yoga-Terrasse oben auf dem Dach, wo man einmal Yoga machen kann, aber auch einfach nur auf der Bank sitzen kann in der Sonne. Hier haben wir die Küche. Ich glaube, dieser Sim kocht auch gerne, weil er hat extrem viele Gewürze auf dem Regal stehen. Hat einen wunderschönen Blick auf den Pool, wenn er da sitzt und frühstückt. Und da hinten haben wir noch eine Grillecke. Genau, also auch hier kann man vielleicht auch Grillfeste feiern mit seinen Freunden. Hier sehen wir nochmal den Pool, wie der so zwischen den beiden einzelnen kleinen Häuschen, einmal mit dem Esszimmer und einmal hier mit der Bar, wo wir drauf gucken, so dazwischen gesetzt wurde. Und natürlich die Liegestühle und dieser ganz, ganz kleine Partybarraum. ja, aber ich finde, der Raum wirkt auch nicht so klein, weil wir diese Fenster haben und man kann ja direkt raussehen und so weiter. Und da ist das Haus nochmal von oben und ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!